Clan-Razzia in Nordrhein-Westfalen. Um 6 Uhr stürmen schwer bewaffnete Polizisten diverse Gebäude in mehreren Städten. Die Fahnder befürchten Gegenwehr, denn der Zugriff richtet sich gegen die berüchtigte libanesische Großfamilie Al-Zain. Und wir sprechen jetzt mit Bild-Chefreporter Frank Schneider. Er ist in Solingen vor Ort, vor einem Gebäude, was gerade noch durchsucht wird. Frank, worum geht's bei dieser Razzia? Ja, es geht bei dieser Razzia um Geldwäscheverdacht, um Steuerhinterziehung, um eben diese Finanztransaktionen, die gerade die libanesischen Großfamilien immer wieder machen. Aber ich will gerade mal die aktuelle Situation noch mal beschreiben. Man sieht hinter mir, wir können mal ein Stück hier rübergehen, gerade noch vermummte Beamte, die wieder in das Gebäude betreten, die noch alles durchsuchen. Hier ist immer noch ein Großaufgebot der Polizei. Und die Beamten durchsuchen dieses Gebäude weiterhin. Jetzt kommt auch gerade wieder noch ein vermummter Beamter aus dem Haus. Diese Beamten sind heute Morgen schwer bewaffnet dort in dieses Gebäude eingedrungen und haben unter lauten Schreien und Rufen die Türen geöffnet. Hier ist 2 Stockwerke mehr oder weniger nur bewohnt von dieser libanesischen Großfamilie. Und es handelt sich hier um die sehr bekannte Familie Al-Zain. Viele Menschen kennen ja auch den Paten von Berlin, das ist Mahmoud Al-Zain. Und dieser Mahmoud, der hat damals auch in Berlin mehr oder weniger die Geschäfte dieses Clans geführt. Und hier in Nordrhein-Westfalen gibt es sehr, sehr viele Ableger davon, insbesondere im Ruhrgebiet, aber eben auch hier im Raum Solingen, Wuppertal und Laichlingen, wo heute die Durchsuchungen stattgefunden haben. Nicht die erste Durchsuchung, nicht die erste Razzia in diesem Fall. Du sprichst es an. Was unterscheidet diese zum Beispiel von denen im letzten Jahr, wo es ja nun auch einige gegeben hat? Ja, was unterscheidet die? Also man muss einmal erklären, worum es wirklich geht. Wir haben auch eben heute Morgen hier schon mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft gesprochen. Das ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Düsseldorf, die sich eben insbesondere mit diesen illegalen Machenschaften, gerade bei Finanztransaktionen, beschäftigen. Denn da sind die sehr, sehr kreativ. Teilweise über Hawala-Banking, das ist dieses Banking, was unter der Hand passiert, was nicht mit Banken passiert, sondern eben wo der Staat nicht drauf zugreift, nicht sieht, was für Gelder fließen, wo eben die illegalen Gelder, sozusagen der Gewinn aus den kriminellen Geschäften, gewaschen werden kann. Und wir können dazu einmal den O-Ton einspielen. Das ist Lukas Kockmann, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, mit dem ich heute Morgen hier kurz nach dem Zugriff schon sprechen konnte. Ja, der Einsatz geht zurück auf ein Ermittlungsverfahren der Ermittlungskommission Klinge, das sich im Schwerpunkt gegen 6 Beschuldigte richtet und vor allem Geldwäschevorwürfe zum Gegenstand hat. Der Hintergrund sind Ermittlungen im Bereich einer Großfamilie, wo wir davon ausgehen, dass aus kriminellen Geschäften Gelder in Millionenhöhe erlangt wurden und die über verschiedene Konten gewaschen wurden. Im Laufe der Ermittlungen hat sich dann der Katalog der Straftaten, wegen derer wir ermitteln, immer weiter ausgeweitet und nunmehr besteht auch der Verdacht der Vereitelung der Zwangsvollstreckung und weiterer Straftaten wie das betrügerische Erlangen eines Immobiliendarlehens oder auch Covid-19-Soforthilfebetrügerei. Was können Sie noch sagen, wo das Geld erlangt worden ist, die kriminellen Geschäfte? Kann man das irgendwie mal grob eingrenzen? Ich habe gehört, irgendwas mit Shisha-Bars und ähnlichen Dingen. Ja, ganz genau können wir das noch nicht sagen. Es besteht allerdings der Verdacht, dass wesentliche Teile der Gelder aus illegalem Wasserpfeifen-Tabakgeschäft stammen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man da so hohe Summen erzielen? Naja, das ist ganz einfach. Wenn Sie eben die entsprechenden Steuern da nicht abführen, dann haben Sie die Gewinne, die daraus erwirtschaftet werden, natürlich deutlich erhöht. Und diese Gewinne sind dann wo reingeflossen? Ja, das ist unterschiedlich erfolgt. Die sind über verschiedene Konten immer weitergeleitet worden. Teilweise gehen wir davon aus und haben den Verdacht, dass Immobiliengeschäfte vorgetäuscht wurden, um eben diesen Geldflüssen einen legalen Charakter zu geben. Ja, und da muss man eben sagen, das ist hochinteressant und auch hochbrisant. Teilweise sind die Gelder eben über diese illegalen Strukturen in den Nahen Osten geflossen und dann wieder zurück hier auf Privatkonten überwiesen worden. Teilweise konnte man sicherstellen, dass auf diesen Privatkonten hohe Bargeldsummen eingegangen sind, teilweise 6-stellig. Und diese Summen sind dann wiederum hier verwendet worden, um Immobilien zu kaufen, auch wieder an der Steuer vorbei. Und aus den erzielten Mieteinnahmen hat man sozusagen das Geld, was schmutzig war, wieder sauber gemacht. Und das ist ja, was hier in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch bei der Bekämpfung der Clankriminalität seit Jahren höchstes Ziel ist. Innenminister Reul sagt immer, denen geht es schlicht um das Geld. Wir müssen denen an das Geld. Und daran sieht man jetzt eben, wie der Staat eben gemolken wird. Die sehen den Staat als Beute. Die sehen eben die ganzen Strukturen, die sie schaffen, nur als Ziel, um möglichst aus kriminellen Geschäften Geld zu machen, das sauber zu waschen, in Immobilien zu investieren und dann sozusagen in den normalen Geldkreislauf einzuführen. Und das hat die Polizei hier heute mit dieser Aktion, insgesamt waren es ja 14 Durchsuchungen in 3 Städten, erstmal wieder zerschlagen. Vielen Dank für diese Einblicke an Bild-Chefreporter Frank Schneider live aus Solingen.